Hey Leute, und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt vielleicht schon irgendwie was vorher gesagt habe, sprich irgendeinen Schnitt reingehauen habe oder so. Keine Ahnung. Ich bin halt gerade draußen, ich habe die Chance genutzt und es ist zwar ein bisschen was frisch, es ist windig, aber es ist echt schön draußen. Wir haben 8 Grad vielleicht oder so irgendwie da rum, denke ich mal. Die Sonne blendet trotz bewölktem Himmel und ich bin spazieren gegangen. Ja, ich befinde mich gerade im Ennertwald. Das ist da so bei mir die Gegend für die Leute, die jetzt von weiter wegkommen oder das nicht kennen. Die Sonne wird echt hell. Ich kann sie euch ja mal zeigen, zumindest das, was da oben liegt. Da oben. Das sieht echt genial aus. Und ja. Um das mal weiterzuführen, ich habe mal kurz unterbrochen, weil hier gerade ein paar Wanderer vorbeikamen und sich irgendwie auch dahin gesetzt haben, also da wo ich gerade saß. Da vorne drin, das ganze Ding da, das nennt man Fauvaux-Häuschen. Ich kann ja an der Stelle mal einblenden, wie das geschrieben wird. Wenn ich es nicht tue, dann tue ich es halt nicht. Es wird halt anders geschrieben, als man spricht, aber das ist ja egal. Für den ganzen Wind, der jetzt kommt und irgendwie Rauschen reinbringt oder sowas, tut mir echt leid. Ich habe endlich mal wieder ein Video gemacht. Erstmal, weil ich mir dachte, hey, das ist so schön hier draußen. Da muss man einfach mal irgendwas aufnehmen. So, und es ist zwar noch alles im Winterstadium, was die Bäume angeht und Büsche. Da sind Leute. Die gehen mal weiter. Ja, ich mag das nicht, wenn Leute irgendwie in der Nähe sind, während ich ein Video mache. So. Und ja, es befindet sich halt alles noch so im Winterstadium, was ich eigentlich irgendwo schön finde. Denn auch wenn das alles ein bisschen was kahl ist zurzeit, ist das irgendwie, naja, man kann durchgucken. Ich find's cool. Und zum anderen, ich habe mir endlich mal wieder, wie man sieht, die Haare geschnitten und ich dachte, yay, cool, jetzt kann ich mich wieder vor die Kamera trauen. Und ich habe eigentlich schon versucht, zwischendurch ein Video hochzuladen, wie ich Sweet About Me spiele. Von, ne? Ihr wisst schon. Ich vergesse mal die Interpreten, das ist so peinlich. Ja, Fakt ist einfach, dass ich es nicht hinbekomme, das vor der Kamera zu spielen. Ich weiß nicht warum. Ich habe mal das Mikro einfach daneben gestellt, also neben mich jetzt so, ne? Und angefangen zu spielen und zu singen. Und das hat wunderbar geklappt, das war klasse. Das war genial, es war wirklich genial. Es hat einfach in einem durchgeklappt. Ich meine, das heißt nicht, dass ich mich jetzt anhöre wie der Superstar oder sowas von morgen. Aber es hat funktioniert. Ich habe mich nicht verspielt, nicht versungen und so weiter. Und ich merke schon, ich fange wieder an, so wahnsinnig viel zu reden. Aber wisst ihr, was das Coole ist? Das ist ein Vlog. Ne? Hier geht es darum, zu reden. Und ja, ein bisschen was zu erzählen und keine Ahnung. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, ich werde mich bemühen, zwischendurch, wenn ich die Zeit finde, nochmal Videos hochzuladen. Sei es jetzt so ein Vlog von draußen, das ist jetzt der zweite. Oder vielleicht, was weiß ich, Gitarrenvideos oder sowas. Oder vielleicht sogar, da kann ich ja mal kurz einen Ansatz geben, von mir und meinem Keyboard. Oder nur von meinem Keyboard oder nur von mir, ne? Denn ich habe wieder angefangen damit zu spielen. Ich habe vor Jahren irgendwann zu Weihnachten, habe ich mir das gewünscht, habe es bekommen. Der Weihnachtsmann war so lieb und hat den Wunsch wahrgenommen. Wahrgemacht, meine ich. Und ja, ich habe mich einfach mal rangesetzt, weil ich dachte, hey, ich kann ja schon, ich meine, ich kann ein paar Akkorde zusammensetzen und schon ein bisschen Gitarre spielen. So, heißt jetzt nicht, dass ich der Profi bin, aber ich kann ein bisschen Gitarre spielen. Und da kam mir so die Idee in den Kopf, hey Kim, wie wär's, wenn du jetzt einfach mal dein altes Keyboard nimmst, das erstmal sauber machst, weil da irgendwas dran war von ich weiß nicht wann, das stand jahrelang im Schrank. So, und hab das erstmal entstaubt, die Platinen freigesaugt und ja, dann angefangen so mal zu gucken, wo es im Internet denn so Noten gibt, Akkorde und so ein Gedöns. Denn so normal nach Noten spielen, das ist nicht meins. Ich schnapp mir Akkorde und versuche dann da irgendwie was draus zu machen.
Und so machen das Gitarristen an sich ja schon lange. Und ich habe so ein Video gesehen, da wurde das halt als Einleitung benutzt. Gitarristen haben die Möglichkeit, einfach Akkorde zu nehmen, sich ein Lied anzuhören, ein paar Akkorde auszusuchen, die sich so ähnlich anhören, und da kann man quasi ein Lied nachspielen. So, jetzt nicht perfekt, ne? Aber es funktioniert. Und in diesem Video, das ich mir dann angeschaut habe, ging es weiter. Und dann hieß es auf einmal, ja, mit einem Klavier oder einem Keyboard halt kann man das genauso machen. Und dann wurde ich hellhörig. Und ich habe mir das natürlich auch angeschaut. Und ich dachte mir, hey, ist eine coole Sache, oder? Da kann man doch bestimmt was draus machen. Hab mir mein Keyboard geschnappt und ich habe schon so ein paar Akkorde drauf. Und ich werde verfolgt von da hinten, von so Leuten, ne? Ganz weit weg, ja, ich weiß nicht, ob ihr die jetzt sehen konntet. Ich sehe da gerade so einen Meilenstein. Das heißt Meilenstein, ich gehe mal näher ran. Da steht es, wie Povo-Häuschen geschrieben wird. Yay! Also falls ihr es nicht eingeblendet haben solltet, dann seht ihr es hier. Dann geht es nach Pützen und es geht nach Ramersdorf. Ich frage mich, wo lang es dahin geht. Das steht da noch. So, genau, oben ist auch der Ennertplatz. Also wie gesagt, das ist der Ennertwald hier. Und zum Ennertplatz will ich jetzt aber nicht, weil ich dann wieder diesen Weg da oben hochgehen müsste. Und da hätte ich echt keinen Bock drauf. Niederholtdorf. Das wäre eigentlich eine Idee. Küttinghofen, da unten steht's mal. Für die Leute, die es zwischendurch mal gehört haben, da komme ich her. Und ich gehe einfach mal so. Ich weiß nicht, also da lang geht's nach Hause, ne? Aber ich wollte eigentlich noch nicht. Ich will noch was laufen. Da lang, da weiß ich auch, wo ich hinkomme. Ich vermute es. Aber wir laufen jetzt mal da lang. So, und jetzt habt ihr mich wieder im Bild. Yay, cool. Ich habe gute Laune. Das tut gerade unheimlich gut, hier draußen rumzulaufen in der frischen Luft. Ich bekomme die ja sonst nie ab. Leute, also, ja, egal. Das ist ein schön matschiger Boden. Weiter. Und das macht halt ein bisschen was Spaß, mit dem Keyboard zu spielen. Und vielleicht kommt irgendwann so ein Video, wo ich versuche, Gitarre und Klavier zu spielen, also Keyboard. Nicht gleichzeitig, ne? Ich meine, wäre cool, wenn ich jetzt noch zwei Hände dazu hätte. Dann könnte ich das vielleicht probieren. Und noch einen zweiten Kopf, der dann... Ich glaube, ich schneide das raus. Egal. Ich höre wieder irgendwas von irgendwelchen Leuten und so. Ich weiß nicht was. Ich sehe komische Bäume. Ja, echt komische Bäume, die irgendwie tot aussehen. Ich weiß nicht. Die sehen von unten so... Da. Sehen so vermodert aus. Und kaputt. Und die knarzen. Natur. Geil. Um nochmal so auf den Punkt zu kommen. Fakt ist, dass ich die Let's Plays, die ich zurzeit am Laufen habe, auf Pause stelle. Sie sind nicht beendet, aber ich stelle sie auf Pause für unbestimmte Zeit, da es in meinem Leben zurzeit echt Sachen gibt, die eine höhere Priorität haben, was auch der Grund dafür ist, dass ich in letzter Zeit so wenig Videos hochlade. Gut, zum einen stand Karneval an. Ja, ist eine Sache für sich. Ich meine, ich komme aus dem Rheinland, ich feiere hier Karneval und dann bin ich zu Hause nicht anzutreffen, außer zum Ausnüchtern. Was aber allen Leuten aus dem Rheinland bekannt sein dürfte. Nicht was meine Person angeht, sondern das Ausnüchtern an sich. Kennt man ja. Also möchte ich euch, meine Zuschauer, falls ich denn welche haben sollte, bitte darum bitten, dass ihr Verständnis dafür habt. Denn ich denke mal, jeder kommt irgendwann in so eine Phase, auch wenn er bis dahin, weiß nicht, immer wieder en masse Videos hochgeladen hat, wo es dann irgendwann der Punkt kommt, nicht, dass ich da keinen Spaß mehr dran habe, ich habe da wahnsinnigen Spaß dran, ganz ehrlich. Nur, es ist halt, wie gesagt, es gibt andere Dinge, die sind wichtiger und die haben Vorrang. Und das ist einfach, ja, ne, der Stand der Dinge. Ich krieg langsam einen lahmen Arm. Ich habe nämlich echt keinen Bock mehr, mein Handy zu halten. Es wäre cool, wenn ich sowas wie ein Stativ hätte, das ich mir um den Bauch binde mit so einer Stange und dann hoch zum Handy, dass ich dann einfach gehen könnte. So, aber das sieht bestimmt scheiße aus. Also nicht scheiße, aber halt, ne? Ich denke mal, es gibt die einen oder anderen, die sich über sowas lustig machen würden, wenn sie mich denn damit sehen würden, falls ich das hätte und das benutzen würde. Und. Da ist ein komischer Baum. Da. Ich kann mal gucken, ob ich da... Ja, doch. Ich laufe dann darüber. Also was heißt komisch? Der ist halt gut. Sieht sehr tot aus. Ne? Liegt da so rum. Reglos. Okay, so sehr bewegen sich Bäume jetzt nun auch wieder nicht.
Aber, ne? Man sieht's ja. Die Sonne kommt ein bisschen was raus, ist wieder extrem hell. Vielleicht kann ich an der Stelle ja mal das ein oder andere Bild einblenden, das ich eben geschossen habe. Ja, ich habe sie richtig abgeschossen, die Sonne, mit meinem Handy. Wieder der Spruch des Jahrhunderts. Ich fand die ganz schön. Die Sonne, die Bilder, die ich gemacht habe, das sind Leute. Von hinten kommen Leute, oder? Kommen sie? Ich weiß nicht, ob die kommen. Menschen! Oh Gott! Was mache ich jetzt nur? Ich habe keine Lust, wieder auf Pause zu machen und hören. Ja, da bin ich wieder. Ich habe die Menschen überwunden. Und wisst ihr, ich habe gerade in Erfahrung bringen können, man sieht es jetzt glaube ich nicht so, oder? Sieht man es? Ne, man sieht sie nicht am Handy. Ist ja egal. Die einen Menschen, die erst hinter mir waren, wo ich mich dann entschlossen habe, Richtung Niederholtorf zu gehen, die laufen mir nach. Ja, die verfolgen mich, ich weiß das. Und die Menschen, die mir entgegengekommen sind, die habe ich überwunden. Ich habe sie ausgetrickst. Ich bin einfach an ihnen vorbeigegangen, habe ein freundliches Gesicht aufgezogen und guten Tag gesagt. Es kam guten Tag zurück und dann bin ich einfach gegangen. Ja, strange for the win. Ah, da ist der nächste Meilenstein. Das heißt da. Da halt. Wenn ihr ihn sehen könnt. Aber wir sind gleich da. Ja. Ich hoffe, ihr habt Bock, einfach so mal ein bisschen was zuzuschauen, wie ich spazieren gehe. Und vor allem macht das echt Spaß, so jetzt gleichzeitig euch ein bisschen was zu erzählen. An dieser Kreuzung war ich noch nicht bisher. Ich wohne in diesem Dorf seit fast 18 Jahren mittlerweile. So, vorher habe ich mal in Kessin echt gewohnt, aber das waren meine ersten 2 Jahre des Lebens und daran erinnere ich mich nicht. Ja. Kreuzung. Und ein einladender Weg. Wie ich finde. Ich finde, das sieht einladend aus, oder? Wir gucken erstmal, oh, mein Handy zeigt mir an, dass es keine Internetverbindung bekommt. Liegt ja nicht daran, dass ich das abgebrochen habe oder so. Nö. Ja. Ennerparkplatz 0,4 Kilometer. Niederholtorf 0,7 Kilometer. Pfeil noch rechts. Küdinghofen 1,2 Kilometer. Pfeil noch links. Gehen wir mal nach links. Was steht da? Oh, nach Amersdorf 1,1 Kilometer und Pützchen 1,0 Kilometer. Also ist das Pützchen in die Richtung. Ich will ehrlich sein, ich habe keinen Bock nach Pützchen zu laufen, weil von Pützchen müsste ich dann wieder nach Küdinghofen und das ist nicht so weit. Aber ich laufe schon ein ganzes Stück und das reicht so langsam. Ich finde das immer so doof, dass es hier keine Aschenbecher gibt. Deswegen suche ich eine Stelle, wo halt nur so Steine sind. Macht die Zigarette auch schon aus, weil ich keinen Bock habe, dass wenn hier irgendjemand mit dem Hund vorbeigeht oder so und der Hund tritt da rein. Das ist echt unschön. Wir könnten uns hier mal kurz sitzen. Könnten, tun wir aber nicht. Ne? Ich denke mal, ihr sitzt wahrscheinlich gerade auf dem PC, während ich hier rumlaufe und den ganzen Weg hinter mich bringe. Mensch! Aber hey, was tue ich nicht alles für euch? Ja, du musst das doch nicht tun. Mensch, das ist doch deine Idee gewesen. Aber ich habe Spaß dran und ich habe gerade echt gute Laune. Baumstämme. Viele, viele Baumstämme. Ja, sehr viele. Hast du schon mal gegoogelt? Da gibt es richtig viele Baumstämme.
Ja, ich fange langsam an, so ein bisschen was abzuspacken. Die frische Luft, die tut meinem Kopf doch nicht so gut, wie ich zuerst dachte. Aber es ist ja lustig, ne? Und das ist was zu unterhalten. Ja, die Sonne, da oben, seht ihr sie? Nee, ihr seht sie nicht, so seht ihr sie. Tada. Einmal helles Licht und weiter geht's. Ach, ist das schön, oder? Ist richtig geil hier draußen. Ich würde am liebsten mit noch jemandem hier rumgehen, ehrlich. Aber dieser Mensch kann leider gerade nicht bei mir sein, weil er, naja, arbeiten ist, beziehungsweise sie gerade arbeiten ist. Und hey, so ist das halt. Tja. Deswegen gehe ich halt alleine rum. Und das sind wieder diese Bäume, wo ich an Joel denken muss, weil die so hoch wachsen und ganz oben erst grün dran ist. Ich guck mal, vielleicht sieht man das von hier aus schon so ein bisschen. Ja, ja doch, die Sonne blendet wieder. Huhu, helles Licht und weiter geht's. Na, die geht schneller. Schneller. Schneller und wir laufen. Und laufen. Und laufen. Und laufen. Huhu. Ja, da sind wir, die Bäume. Die haben so einen komischen... Da, da sieht man es. Ja, man sieht es nicht wegen dieser Scheißsonne. Diesem doofen Licht da oben, dieser Scheißfeuerball. Ich meine, gut, er spendet Wärme. Naja, er sollte Wärme spenden. Hier sieht man es, wenn ich ein bisschen rumlaufe. Das ist der Baum, um den es geht. Dieser Baum. Dieser, genau, dieser Baum. Yeah. Und wieder schön scharf. Wir gehen mal zurück. Schauen mal hoch. Vielleicht seht ihr das, dass es ein bisschen rot ist. Ich sehe es gerade nicht, weil es hier echt hell ist gerade. Und da oben ist dieses Buschgrüns. Das ganze Geäst und sowas. Ja, ich finde die Bäume, die sind cool. Ehrlich, die erinnern mich halt irgendwie so an Dschungelmäßig und Safari und gute Laune. Ja, eine Safari wäre jetzt auch cool. Tja. Ja. Ist das jetzt Werbung? Ist doch keine Werbung, oder? Wenn ich jetzt die Stadtwerke gehe, das ist doch... Ist das Werbung? Leute, ist das Werbung oder nicht? Wer hätte das gedacht? Ja, wir gehen jetzt so ein bisschen was hier so trampelfahrtmäßig. Seht ihr ja, ne? Cool. Ich hoffe, man sieht mich die ganze Zeit gut im Bild. Denn ich habe oft, ja, was heißt oft? Ich hatte schon hin und wieder, dass ich rumgelaufen bin, Kamera an und dann irgendwie die Kamera so gehalten habe oder so. Okay, gut, so habe ich es nicht getan, aber das wäre jetzt mal ein krasses Beispiel. Um zu verdeutlichen, wie schief etwas gehen kann, wenn man sein Handy in der Hand nimmt und versucht, sich selbst aufzunehmen. Ja, manchmal klappt es einfach nicht. So, und was ich jetzt meinte, warum ich hehe gesagt habe. Ich wollte erst nicht zu diesem Endersportplatz, weil ich mir dachte, nee, da müssen wir wieder zurück am Vorhäuschen vorbei, rechts rum, hoch und noch ein paar hundert Meter weiter laufen. Dadurch, dass ich jetzt diese paar hundert Meter in Richtung Niederholtorf gegangen bin, dann gerade abgebogen und nach links gelaufen bin, weil ich keinen Bock hatte, Richtung Bützchen zu gehen, sind wir auf dem Sportplatz gelandet. Ist das nicht nice? Schaut mal. Ach, richtig einladend, oder? Zu dem Sportplatz habe ich sogar eine kleine Geschichte. Es ist nichts Weltbewegendes, ehrlich nicht. So, aber ich habe ja, ja, was ist sie eigentlich? Meine Großcousine? Großcousine? Doch, meine Großcousine, oder? Meine Tante? Nein, sie ist meine Großcousine. So, ich habe eine Großcousine, die wohnt in Amerika. So, was unheimlich cool ist. Und in Amerika gibt es ja alles Mögliche. Ich meine jetzt so an Spielzeug oder an Süßigkeiten und so. Und ich gehe mal so ein bisschen in die Mitte des Sportplatzes. Irgendwann kam sie immer vorbei zu meiner Mutter, meinem Bruder und mir. Und ja, dann sind sie, also Sonja, ne? Und Wind. Ekelhaft. Kann das mal einer abstellen? Hallo? Bitte? Danke. So. Ja, okay, ist ein bisschen ruhiger geworden.
Flugzeug! Action pur! Mensch, hat hier ein Affentempo drauf. Episch, ja. Zur Geschichte zurück. Meine Großcousine, mein Bruder und ich sind irgendwann mal hier hochgegangen, weil meine Großcousine mal wieder auf die geile Idee kam, so eins dieser Spielzeuge mitzunehmen, die es da gibt. Leute, es gibt doch Kinder, die das sehen. Also ihr wisst, welche Spielzeuge gemeint sind. Es sind nicht irgendwie Vibratoren, Dildos etc. Nur um das mal kurz zu verdeutlichen, ja? So, auf diesem Sportplatz sind wir dann gelandet und sie hatte etwas, das... Okay, das wird mich wahrscheinlich wieder zu dem Thema, das ich gerade angesprochen habe, zurückführen. War eine Rakete. Circa, ja, das wird richtig geil gerade. Das passt so schön und ich wollte eigentlich nicht über sowas sprechen in meinen Videos, aber egal. Circa 30 cm hoch und ein Durchmesser von 3 cm oder so. Oder 3,5. Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist schon was länger her. Es ist echt einige Jahre. Und ja, wir sind dann halt hier hochgelaufen, was echt lang gedauert hat. Ich laufe jetzt auch schon eine Zeit lang rum. Haben diese Rakete. Da gab es so etwas wie eine kleine Station für. So, da hat man die reingestülpt und die hatte sowas wie ein, wie soll ich sagen, nicht die Rakete an sich, die hatte von unten sowas wie eine Ausbuchtung, ziemlich lang gezogen, wo sich dann Luft sammeln konnte. Da war auch mit sowas wie Moosgummi war das ausgeklebt oder so, was halt ein bisschen luftdichter ist als einfach Glas. Ja, der Wind fuckt unnormal ab gerade. Und wir befanden uns hier irgendwo auf dem Sportplatz. Ich würde ja zeigen, wo es war, aber seit diesen Jahren ist eine Unmenge an Fußballspielen hier gewesen. Und mit so Vereinen oder so. Aus dem Umkreis. Und diese Stelle finde ich jetzt nie im Leben wieder. Da könnte ich hier etliche Stunden rumsuchen, ich würde es nicht finden. Und Fakt ist, um mal wieder zum Punkt zurückzukommen, dass diese Station sowas wie eine Luftpumpe war. So, und diese Luftpumpe, die hatte unten dann so einen länglichen Aufsatz vielleicht. Lang ungefähr, wo man diese Rakete dann drauf gesteckt hat und dann musste man pumpen. Ich sehe Menschen. Egal. Man musste pumpen. So. Und wie heißt das? Ja, man musste halt pumpen und pumpen und pumpen, quasi wie bei einer Luftpumpe, wenn ihr das Ende zuhaltet. Ihr kennt das bestimmt, wenn man eine Luftmatratze aufgepumpt hat und man hält das Ende zu, pumpt ein paar Mal, wenn möglich mit einem Kumpel oder sowas, der gerade in der Nähe ist. Und Menschen, aber egal, die gehen bestimmt einfach weiter, die gehen nicht auf diesen Sportplatz drauf, die sehen, oh, ich will doch nur meinen Scheiß zu Ende erzählen. Und ja, dann sammelt sich so ein Druck, wenn der andere da pumpt. Und wenn man dann loslässt, dann macht so pfff, ne, pfff, pfff, so. Und ja, ich musste dieses Geräusch nochmal machen, ich find's cool. Und ja, um dieses pfff zu gewähren, habe ich auf mein Handy gespuckt, was wirklich äußerst vorteilhaft ist. Um diese Aufnahme fortführen zu können, Mensch. Und ja, man hat dann ein paar Mal gepumpt, bis zu 3-4 Bar, so, und das ist halt schon was, finde ich, für so ein kleines Plastikding. Das Ding war nicht so sonderlich teuer. Irgendwie zwischen 15 und 20 Dollar oder so soll das wohl gekostet haben. Und ja, wenn man dann auf so einen Knopf gedrückt hat, der direkt an der Rakete war, dann ist das Ding hochgeschossen. So, und dieses Ding, das ist gefühlte 40 Meter oder sowas hochgeflogen. Und das sag nicht nur ich mit meiner kindlichen Erinnerung daran, so, weil ich war da halt, keine Ahnung, 13, 12, irgendwo darum. Ich meine, ich werde jetzt im Mai 20, das ist schon ein paar Jahre her. Aber es war wirklich, meine Großcousine sagt es auch, es sind so 30, 40 Meter gewesen. Und das ist schon ein ganz schönes Maß an Höhe. Und da haben wir so Spaß gehabt und das Ding haben wir irgendwann so hochgeschossen, dass es weg war. Es ist einfach hoch, der Wind kam, dann war es weg. Es ist einfach zur Seite weggeflogen und wir haben es auch nicht wiedergefunden, was echt schade war. Aber hey, sowas passiert. Ja, das war meine kleine Geschichte, die ich extremst in die Länge gezogen habe, dank des wunderbaren Winds, der hier oben überall herrscht. Und dieser Menschen. Egal. Nein, ich habe nichts gegen Menschen. Quatsch, ehrlich nicht. Ist halt nur, wie ich eben schon mal erwähnt habe, ich mag es überhaupt nicht, wenn Menschen mir hinterherlaufen, während ich versuche, ein Video aufzunehmen. Ich mag das nicht. Könnt ihr das verstehen? Das ist... es nervt. Und ich würde an dieser Stelle einfach auch mal sagen, so, das war's.
Ich hoffe, es hat euch gefallen irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie voll der Speicher von meinem Handy jetzt ist. Ich habe zwar en masse Platz, aber ne, das wird dann immer langsam und ich fange schon wieder an, irgendeinen Scheiß zu erzählen, weil ich nicht weiß, wie ich das Schlusswort formulieren soll. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wäre cool, wenn ihr vielleicht einen Kommentar dazu abgeben könnt, über was auch immer, irgendwas, das ich erzählt habe oder so. Und mich würde es unheimlich freuen, wenn ich Antwort bekomme von euch auf die Frage, seid ihr damit einverstanden, dass ich solche Videos öfters mache? So, denn ich habe so oft vergebens in meinen Videos erwähnt, dass ich darum bitte, dass mir gesagt wird, ob das überhaupt ankommt, wenn ich sowas mache. Denn wisst ihr, Fakt ist einfach, dass wenn ich nicht erfahre, ob das den Leuten gefällt, ob das dann, ne, das hat eigentlich alles schon gesagt. Penis. Brunnen. Brunnen! Ja, ich weiß, man hört die Autobahn. Treppen, über Treppen, über Treppen. Moment. Ich will mal zählen, wie viele das hier sind. So, einmal eine Zigarette ziehen. Also, ich werte das, wo ich gerade draufstehe, mal als die erste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Moment, kurz eine Zigarette ziehen. Und 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Vermisster Hund. Ich habe mir das eben mal angeschaut. Ziemlich traurig, aber egal. Also 38, 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 80, 81 und hopp, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, hopp, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 und 101. Wuhu! Holy shit, 101 Stufen, oh mein Gott!